Ein wunderschönes Hallo bei Einstellungssimulator 15. Nee, ja, ich habe auch eben den Fehler gemacht, dass ich hier eigentlich schon längst den Speer auf eine Schnellwahltaste hatte oder auf eine andere Taste. Und also bei diesem Ding hier, da war der schon dran und ich habe es nicht lesen können, weil das hier so dämlich drüber war. Aber gut. Was machst du da? Oh, ich weiß Ja, nicht. ich merk's schon. Oh, Ja. Was kommst du wieder ins Gefängnis? Ey, ja, was ist das denn? genau. Ist doch neu hier der Baum, hä? Ja, ich glaube, So den gab Rundschwung es hier. schon immer, so mehr oder minder. Der ist nämlich einfach komplett nutzlos. Was war das denn? Ja. Ja. Ich meine, Toll. vielleicht kann man von hier aus eine Base bauen oder sowas wieder. Das wäre auch Das witzig. wäre ja toll. Bau meine oben drauf, ja. Genau, das lohnt sich bestimmt. Aber hier waren wir tatsächlich noch nicht. Wir waren da hinten bei den Containern, glaube ich. Hör auf, mir irgendwie die Achillessehne durchzuschneiden, wenn wir hier oben stehen. Aber das könnte echt sein, die Gegner können das ja eigentlich nicht kaputt machen. Das wäre echt super Base. Komm, lass uns eine Base bauen. Wir waren schon so lange unterwegs, haben schon so viel abgelatscht. Ich mache mir jetzt nochmal einen Energy Mix hier. Habe ich keine Damit Zutaten für. ich wieder fit bin. Soll ich dir einen machen? Wie sieht's mit deiner Gesundheit aus? Warte mal, ich habe 5 Energy Mix. 2 Coneflower, Marigold, ja, warte mal. Ne, ich habe aber nicht diesen einen, den ich dafür brauche, glaube ich, für den Energy Mix. Die Olivera. Ja. Brauchst die Aber Olivera. du, ihr wart doch, Olivera habe ich auch. Naja, okay, na dann. Was war das denn Wenn du jetzt? Olivera, Marigold ist es und die Cornflower nimmst, dann hast du sogar einen Energy Mix Plus. Ja, aber ich wollte lieber eine Medizin machen, weil da habe ich jetzt keine mehr. Meine ich doch, Entschuldigung, Medizin Plus. Ja, Olivera. Olivera. Marigold. Marigold und Cornflower ist es, glaube ich. Wenn nicht, gucke ich nochmal nach. Ja, super, Und toll. dann hast du, Juhu. genau, den Health Mix Plus. Genau, der ist es. Den brauche ich. Sehr schön. Hui, Dots. Okay, schaffe ich es von hier ins Wasser oder ist das eine dumme Idee? Ich glaube, das ist eine dumme Idee. Wo bist du denn schon wieder? Das war, hä? Ich bin beim Ausguck. Ja, schön. Ja, warum denn nicht? Dann. Da, jetzt. Das könnten wir echt mal ein bisschen größer machen, den Namen. Nein, das. Wie kann ich das Feuerzeug wieder wegtun? Gar nicht. Mit Naja, muss derselben ja nicht. Taste, mit der du es hervorholst. Ja, weiß ich nicht. L war das, glaube ich, mittlerweile. Ja, das ist immer noch L aufgefallen. für Lighter. Das ergibt sogar leider Ja. sogar fast Sinn. Das ist, ja. Und warum hat er dann den Speer weggepackt? Das weiß ich nicht. Junge, Junge, Junge. Bei mir geht das. Das ist Leiter, das ist das. Genau. Gut, nee, wir können ja mal. Also, wenn wir hier jetzt immer. Genau, wenn wir. Also. So laufen wir jetzt wieder zu unserer Base. Das bringt nicht viel. Da hinten haben wir eben diesen berühmten Baum. Allerdings haben wir ja ein Foto gesehen, was da so ein X markiert hatte. Ich weiß nicht, ob das bei dem Baum war. Da müssten wir eigentlich nochmal nachschauen. Oder wir laufen jetzt in die andere Richtung. Was sagst du? Sind zu beschäftigt gerade hier für die Ja, Umwelt vor Parasiten reinzuhalten. Das das ist sind echt Wasserlebewesen. unwitzig. Weißt du, was wollen die hier an Land? Das muss alles seine Ja, Ordnung das stimmt haben. irgendwas nicht. Ja, kann Das kann nichts ja nicht Gutes sein. sein. So, haben wir das dafür gesorgt. Das sind Luftlebewesen. Was wollen die hier an Land? Das kann ja nicht sein. Schade, ich habe das eine nicht erwischt, aber zumindest zurück in die Luft ge gescheucht. So, haben wir schon mal hier Laufen ein bisschen wieder. für Ordnung gesorgt. Oh, eine Feder. Feder! Wilson! Nee, also auf deine Antwort, nee, auf deine Eine Frage Frage eine zu stellen, Antwort, ja? ja, um auf deine Antwort eine Frage zu stellen. Ich Ja. glaube, eine Richtung wird sowieso dann ziemlich blöd, wenn man weiter im Wasser langlaufen wollte. Weil dann ist dann so steilküstenmäßig das Ja, dann. genau. Aber trotzdem ist das eine gute Möglichkeit, um Sachen anzuschauen, wo wir vorher noch nicht waren. Na gut, dann mal los. Ich war gerade verwirrt, ob dich hier übers Wasser gehen kann, aber das ist nicht so richtig der Fall. Nee, okay. Das ist nur komisch von der Tiefe her. Also, in welche Richtung? Was ist denn los?
deinen Arm irgendwo mitten im Ozean verschwunden. Wunderbar, wenn das läuft. So. Ja, nimm mal deine tolle Karte hier. Mhm, ja. Ja. Okay, das ist vermutlich diese... Ja, ach komm. Bevor wir jetzt nur doof rumstehen und nichts machen, laufen wir hier lang. Vielleicht kommen wir eh zur Base zurück und dann können wir bei dem Heiligen Baum mal vorbeischauen. Ne? Ja. Jo. Ja. Hier gibt's auch keine Krabben, Lagusten oder irgendwas, was man aufsammeln könnte. Fische, haufenweise Fische, die man hier nicht bekommen kann, weil man den Speer nicht aktivieren kann. Schade. Im Wasser? Nee, gell, ne? Beim Schwimmen kannst du nicht. Nee, es geht ja auch nicht. Man kann zwar mit einem Arm 3 Holzstämme und irgendwie 5 Einheimische transportieren, aber man kann keinen Stab, also keinen Speer in der Hand haben, wenn man am Schwimmen ist. Das geht. Wir können jetzt mal in den Containern gucken, ob unser allererstes Lager, was wir da drin eigentlich hatten, all die Updates überlebt hat. Ich glaube nicht. Aber rechts am Hügel haben wir auch wieder witzige Leute. Ja. Aber wir haben ja auch noch diese Markierung da, ne? Also ich weiß nicht, ob du die noch hast. Ich hab's auf jeden Fall. Ich weiß es auch nicht. Warum schleiche ich schon wieder? Das ist wieder aus der Puste. Ist wieder keine Energie. Warum? Ja, der Balken ist bei mir auch nur halb voll. Frisst du jetzt ständig die Energy Mix oder was? Aber ja, der ist halt am Anfang mal ganz voll und gut ist. Ja, bei mir geht der mal runter. Hast du bei der Charaktererstellung irgendwie Kettenraucher Deluxe ausgewählt? Ja, irgendwie sowas. Ich weiß ja auch nicht. So, da war nichts drin, oder? Oh, doch. Die Wasserschale. Ja, toll. Can't carry any more circuit boards. Schade. Kannst du noch Circuit Boards? Circuit Boards, ja. Ich speichere mal, auch wenn es nichts bringt. Aber ich speichere mal. So. Es wird auch gleich bald Nacht, nehme ich an. Was ist denn? Was ist mit dem Vogel los? Oh, ja, genau. Das war los. Ach, du hast gespeichert wieder, ne? Mhm. Ja, okay, dann weiß ich, was mit dem Vogel los war. Achso, ja. Der braucht da seine Zeit für. Genau. Ja, was machen hier? Hier nochmal weiter langlaufen, denke ich. Oder, warte mal, wie weit war das jetzt mit der Nacht? Das war noch ein gutes Stück, ne? Ah. Ja, da hinten sind ja die Dinge. Ich habe wieder irgendwas gefunden, was total wichtig ist. Guck mal hier im Container, hier ist auch was für dich, glaube ich, furchtbar wichtig. Warte mal, ich muss erstmal auf L Licht machen. Mhm. Ja, mit D, was nicht mehr E ist, was hochnehmen. Und dann habe ich irgendeine Liste, die ich nicht lesen kann. Ja, genau, die habe ich auch. Tschüss! Wieder immer hier die Panzer wegpfeffert von den Schildkröten mittlerweile. Jo. Ne, ich glaube, das war so eine Art Passagierliste oder so. Packing List. Oh, Klebeband. Das ist, glaube ich, auch neu, oder? Was hat man da mal jetzt? Ein Klebeband. Dieses Tape? Electrical Tape. Can be used in crafting. Na dann bitte. Ah, hier hinten kommen wir dann jetzt auch in das Schneebium. Ja, schön. Was ist denn mit der Sonne los? Guck mal links von dir. Ich weiß nicht, ob du es auch siehst. Ja, das ist die... Sieht halt dämlich aus. Das ist die berühmte Kernexplosion Sonne. Weiß man doch, das sieht echt aus, wie so ein, weißt du? Ja, bei mir ist jetzt weg. Ja, jetzt ist halt die Frage, in der Nacht lang laufen oder nicht? Haben wir noch, wie lang war es denn mit dem Tag? Das weiß ich auch nicht mehr. Oh. Ach gut, ist ja hell genug. Auf geht's! Ja, echt. Ah, schön. Wahrscheinlich erfrieren wir gleich. Gut möglich. Nimm das Ding da mal auseinander. Juhu, Alkohol und Klopf und Sticks und sowieso alles. Moment, ist hier noch was? Oh. Gegner, ja. Ja, ja, deshalb verschwinde ich nach oben. Toll, viel Spaß, dann mach ich das auch. Oh, hier sind Metz. Und Geld. Ja, gut, schön. Achso, du bist auf der anderen Seite, sehr gut. Ja. Ja, jetzt... Also, mir wird gerade kalt. Ja, mir auch. Das ist ja blöd. Ja,
Kann ich hier oben ein Feuer hinbauen, ohne dass ich verbrenne? Toll, soll ich dann auch eins dahin bauen oder was? Denn nicht? Sieht man was, man kann Essen machen. Crouch war nicht. Ja, ich bin aber dich am Sterben gerade. Warum denn schon wieder? Ja, weiß ich nicht. Der spackt bei mir rum wegen kalt oder was? Mir ist jetzt warm. Ich mach ja, mir noch nicht. Ich mach mir was zu essen. Ah, da siehst du, sieht man gerade super den Größenunterschied von den beiden Leuten hier. Aha, habe ich jetzt gerade kein Auge für. Ich muss erstmal finden, wie ich. Oh, auf welche Taste ist das Buch war? Oh je. F, probier mal F. Nee, der ist bei mir am Sterben schon wieder. Warum? Warum denn immer so schnell? Das weiß ich nicht. Auf B ist das, weil ich alles auf werkseitig zurückgesetzt habe. Na, was macht man das Buch auf B? Wie Book. So. Ah, okay, gut. Gebe Klima, warum ist das denn jetzt leer? Das ist ja schade. Na, trinke ich ein Soda. Ja. Echt, jetzt ist mein Hälfte zur Hälfte weg. Nur weil ich nicht. Ich hatte das gleiche Problem doch wie du auch. Wir waren beide gleichzeitig am Frieren. Wir sind ja auch ungefähr mit denselben Sachen gestartet. Ich meine, du hattest ja auch was gegessen. Ja. Merkwürdig. Normal. Irgendwas ist doch auch nicht merkwürdig. Aber schön, dass wir nicht hochklettern können, ne? Sieht so ein bisschen panne aus, wie wir beide jetzt da stehen hier. Ja. Aber guck mal, was hier los ist, Alter. Hm. So. Warte mal, jetzt muss ich vorsichtig sein. Hä? Warum hat er das denn... Oh, warum hat er das denn wieder ausgemacht? Geht das nicht, wenn es regnet, oder was? Das Molotow-Cocktails gehen nicht, wenn es regnet, oder wie? Ja, das ist mich veräppeln. Ja, funktioniert klar, nicht. Denk doch mal nach, ist ehrlich. Okay, also, Circuit Board. Wo sind die Münzen? Münzen? Münze, Münze, Münze? Nee, da brauchen wir nur einen was von. Hauptsache, die Kalorien werden jetzt angezeigt beim Essen. Nee, ja. Das nicht. Das noch? Nee, das auch nicht. Nee, davon. So. Oh, was braucht's denn noch? Dynamit? Nee. Was brauchst du denn für... Ach, eine Uhr. Genau. Mhm. Wie kann ich die jetzt... Achso, das funktioniert. Oh, das funktioniert gut. Pass auf, dass du den Stand nicht runterjagst. Also es sollte ja normalerweise aushalten, aber... Man kann es ja nicht wissen. Talent, ja. Aber das hat super funktioniert, das probieren wir gleich nochmal. Also, ein Circuit Board. Einmal Münze, einmal Uhr, einmal Electrical Tape und einmal Aluhol. Und natürlich hat man dann eine Zeitbombe, ne? Das ist ja klar. Ja, ja, also ist das bei dir nicht so. Lernt man halt in der Schule. Na, Mist. Ich hätte jetzt halt echt gern die Mollys eigentlich, weil... die hier ein bisschen sinnvoller sind, denke ich. Aber die funktionieren ja nicht, weil es regnet. So viel Realismus haben sie, ne? Das verstehe ich auch nicht. Oder gehen die einfach nur aus und die musst du schnell genug werfen? Warte mal. Du musst vielleicht vorher anzünden. Ja, mache ich ja. Nee, man muss einfach nur ganz schnell werfen. Okay. Aha. Naja, nee, ja, oder halt auch nicht. Kann sich nicht entscheiden, ob die an sein sollen oder nicht. Das ist da ein Unfug wieder. Jetzt geht's direkt aus? Hä? Was ist denn da verkehrt? Ich habe ja auch mal nächste Problem aus, wie es bei mir aussieht. Ja. Muss ich einen anderen auswählen oder was? Das ist doch ein Humbug. Also erstmal anzünden. Mhm. So. Ja. Okay. Wie geht das sofort wieder aus? Was ist das? Okay, nochmal. Am Anfang hat er ein bisschen länger gebrannt und jetzt geht's.
ist einfach nur ein kompletter Bug. Jetzt brennt er nämlich durch. Okay, Levi, die schreien. Nein. Mist. Ja, hast du schlecht geworfen. Ja. Und ja, ewig können wir hier leider auch nicht bleiben. Wir müssen irgendwann mal wieder runter. Ja gut, aber ich wollte jetzt nicht hier runter. Du willst da nicht runter? Das ist ja auch nicht, nee, ja. So, den einen habe ich angezündet. Dann können wir uns gegenseitig hier unter dem Hochstand Feuer machen hier. Ja. Nee, das war tatsächlich wohl, weil... Jetzt geregnet hat oder was? Ja, jetzt funktioniert es nämlich. Lass mal gucken. Jawohl, ist doch bei mir auch. Ja stimmt, so eine Flamme, ich meine, das ist ja, ich meine, weil so Regen, ich meine, das ist ja ganz zartes Dämmchen, ich meine, das bleibt ja unmöglich lange an, kennt man ja. Oh, Mist. Ich habe da noch mehr von denen. Oder nicht? Nee, scheinbar nicht. Ich hab noch, aber sie sind leider nicht da, wo ich sie immer schön treffen kann. Ja. Wir ist ja nicht. So. Standen eben so einer schönen Gruppe unter deinem Hochstand, das war ganz gut. So, jetzt hier nochmal. Ja, weil wenn wir jetzt runtergehen, dann sind wir ja sofort weg. Das ist ja. Das sei denn, wir gehen ins Wasser, aber das ist im Dunkeln und dann sind wir so weit, ist er sofort wieder am Frieren. Ja. Okay, der brennt. Also ich weiß nicht, ob du noch Brandpfeile hast oder halt mit Pfeil und Bogen könnten wir da noch ein bisschen was machen halt. Ja, ich hätte auch noch was, aber. Ja. Brenn! Brenn! Wir haben die sich doch gegenseitig angezündet, oder nicht? Also ich bin, sorry, dass wir jetzt auch ein bisschen weniger quatschen, weil wir sind gerade konzentriert. Ich zumindest. Nö, alles hier auszuprobieren. Also irgendwie totaler Unfug mal wieder. Ach so, wenn der futtert, dann brennt er nicht. Ist okay. Was Best Mode angeschaltet, ich bin am Essen. Der andere schaltet den Flugmodus aus, um nicht gestört zu werden. Flugmodus an, ja. Ja, den Rennheinz, den kriegt man auch nicht. Nee, wenn die so da rumrennen, kriegst du gar nicht. Ich versuch's als so weit, müsste sich mal ein bisschen kopieren. Da sind sie gerade beide an deinem Hochstand gewesen. Ja. Ja, zwei jetzt, Stück angezündet. Jetzt mein Hochstand. Okay, das funktioniert hier überhaupt nicht. Okay. Hab ich doch. Ach, der eine ist down tatsächlich. Ja, wie schön. Und da kommt ein neuer, natürlich. Gleich Nachschub, ja. Ja. Hallo, Schichtwechsel. So. Ja, ich glaube, wir müssen es. Ja, wobei, ja. Ja, ich glaube so ein bisschen. Wir können ja jetzt warten, bis es Tag ist. So ist es. Dann mache ich mir noch was zu essen. Hunger. Wenn wir weiter am Strand langlaufen, sollte man eigentlich die Zutaten für neue Mollys schnell zusammenkriegen. Ja, ich denke auch. Also das war auch so ein Gedanke, vielleicht eben am Strand nochmal kurz lang zu laufen. Wir gehen ja dann scheinbar, wenn wir hier weiterlaufen, Richtung Berg. Eben dahin, wo wir noch nicht waren. Also... Oh. Ja. Oh ne, das sah nun gut aus. Das war aber scheiße umgesetzt. Okay. Ja. Ah, Moment mal, hier kann ich doch nochmal... Wie sehen. Na, der zweite auch noch. Der zweite auch noch. Der freut sich richtig, ey. Das ist schön. Der steht im Flammen. Ja, yeah. Schön. Ja, eben sein Freund, ne? Also, oh, jetzt bleibt aber liegen. Naja, gut, nach einer ordentlichen Party, weißt du, bist du auch ausgelaugt. Aber das ist ganz gut, dass wir auf unterschiedlichen Hochständen sind. Da können wir die... Ja, funktioniert gerade ganz gut. Quasi gegenseitig da wegschießen, ne? Der eine, der hat auch einen Drehwurm drin, das ist... Unter deinem Hochstand, der ist einer... Was macht der? Betet der jetzt, oder was? Weiß ich nicht. Kann oh ja, jetzt... Ja, jetzt ist er. So, jetzt mache ich noch ein bisschen Feuer, damit man noch was sieht. Oh, das könnte ich auch mal machen. Hilft dir das? Also, mir hat es geholfen, als das besser gebrannt hat. Das probiere ich jetzt gerade nochmal zu rekonstruieren. Ja.
bringt, über doch, ja, so ein bisschen schon, ne? Ich bilde es mir zumindest ein. Oh, ja, das bringt tatsächlich was, wenn du es anfeuerst. Ja. So, so. Was du sehen kannst. Aus deinen Sag Leuten mache ich mal Nadelkissen. Ja, schön, ich sehe es von hier oben, sieht das ganz gut aus. Bei dir steht noch einer rum. Na, der ging ins Nichts, weil er halt genau auf den Körper gezielt hat. Das kann man ja nicht erwarten, das kann man ja nicht bringen. Das sieht überhaupt nicht einschüchtern aus, wenn du damit Molotov-Cocktails rumwirfst. Vor allem, wenn du schön auf dich zufliegen, ja? Ja, ja, eben. Okay, der ging daneben. Ich habe eben 2 Stück Fleisch gefuttert vor der Nacht. Jetzt hat man natürlich gerade der Magen wieder halb leer. Ne? Also es ist nicht mehr normal, was du wieder am Futtern bist. Ja gut, das hatte ich auch, aber ich glaube, weil halt einem kalt war oder ist, kann das halt dann tatsächlich sein. Aber meine Ausdauer ist jetzt zum Beispiel wieder komplett oben und meine Health ist auch komplett oben. Wie sieht's bei dir aus? Meine Health ist nur zur Hälfte. Das ist merkwürdig. Ja. Weil eigentlich, also bei mir regeneriert es halt immer, wenn ich was esse. Nee, bei mir gar nicht. Ich habe eben sogar über Hunger mehr gegessen, hat nichts gebracht. Okay. Das ist komisch. Vielleicht spiele ich auf eine schwierigere Stufe als du. Ja. Würde mich überraschen. Okay, jetzt sind es noch die 2 Hansel, oder? Bei dir da unten. Jetzt wieder. Pappsatt, Hälfte geht nicht hoch. Was soll denn das? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, die würde man eigentlich normalerweise schaffen, ne? Ja, ich probiere es gerade. Ich versuche gerade hier runterzusteigen, aber das ist schwer. Das kann man nicht erwarten, dass das so auf Anhieb klappt. So, jetzt hat das. Achso, jetzt sind sie weg. Ja, haben sie schon gemerkt. Das ist meine! Ich habe eine Nadelkiste für mich hingelegt. Ja, ja. Aber hey, warum ist der jetzt gestorben? Ist der verblutet oder was? Und wo ist der andere? Kann ja sein. Oh, hier liegen auch noch Pfeile von dir. Ja, schön, dass du sie mitnimmst. Ich nehme sie erstmal alle mit. Ja, gut, so ich meine, zur Not können wir ja tatsächlich noch teilen. Welche. Ja. Hm. Ja, das war jetzt irgendwie auch wieder mal so eine kurze Probiernacht irgendwie. Aber. Aber ja. Guck mal, was für ein schöner Morgen. Ne? Da hat sich doch die Nacht auf dem Hochstand gelohnt. Guck mal, wie schön. Das hat sich gelohnt, ja, ja. Genau. Mhm. Du musst so einreden. Geh mir weg. Okay, die Leute, mit denen können wir ja nicht wirklich was anfangen. Dann lassen wir die da und gehen dann dem Sonnenaufgang entgegen. Aber in der nächsten Folge. Oh, warte mal. Oh, nee, da ist nur ein Stein. Hallo. Kann ich durchgucken, Leute. Achtung! Oh nein! Boah, da ist der Typ, den wir gesucht haben. Ja. Ja, der hat sich in der Mauer versteckt. Das machen sie manchmal. Ja. So. Nun gut, also wir schauen. Das sah gerade komisch aus. Wir schauen, dass wir hier mal weiterkommen. Irgendwie. Natürlich nicht. Am Strand entlang. Und schauen so, was wir so sehen. Wir brauchen halt immer noch dieses Atemgerät und. Ja, gut, man hätte es jetzt auch einfach nachlesen können, wo es ist. Das wäre aber auch ein bisschen witzlos tatsächlich. Ja. Meiner Meinung nach. Und ja, wir suchen mal, wenn wir es ganz, also wirklich nicht finden, dann kann man immer noch nachschauen. Also, vielen Dank fürs Schauen. Euer KV.